Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Network Track der Froscon Corona Edition, diesmal remote. Wir machen ja Netzwerke, das heißt, remote kriegen wir hin. Es ist eine große Freude, Christian Theuner anzumoderieren. Er ist Geschäftsführer und Bastler bei Flying Circus, Managed Services und Plattformanbieter aus Deutschland. Wir kennen uns tatsächlich schon seit 2017. Da habe ich ihn das erste Mal anmoderiert auf der Python-Konferenz. Ich weiß zwar nicht mehr worüber, aber ich weiß, dass der Vortrag sehr spannend war. Also bin ich sehr gespannt, was Christian uns gleich hier erzählt. Christian mag Automation und Python und Netzwerke. Und damit übergebe ich das Wort an Christian und erzähl uns mal, wie man Datacenter-Netzwerke selber baut, ohne sich irgendwie einzuschränken. Danke, Max. Genau, auch an alle anderen. Herzlich willkommen. Virtuell, jeder freut sich zu Hause oder ich habe auch schon heute ein Foto aus seinem Wohnmobil gesehen. Genau. Ich möchte euch heute was darüber erzählen, wie ich in den letzten 2 Jahren das Rechenzentrumsnetzwerk, das wir betreiben, modernisiert haben, beziehungsweise uns auf den Weg gemacht haben, das zu modernisieren. Und wir haben es dabei mit einem Netzwerk zu tun, das inzwischen über 20 Jahre gewachsen ist. Und ich bin selber ja nicht Vollzeit-Netzwerker, sondern ich mache alles Mögliche von Python, früher selber Softwareentwicklung für Kunden in Projekten, dann aber eben viel Operations, was man heute DevOps nennen würde. Und Netzwerk gehört da halt mit dazu, aber es ist nicht das, was ich den lieben langen Tag mache. Und wir haben so über die 20 Jahre diverse Leidensgeschichten hinter uns und wollten jetzt nicht nochmal in die Falle tappen, einfach irgendwie Einkaufskataloge von Herstellern durchzuklicken. Und ich möchte euch deswegen ein bisschen mitnehmen und einen Einblick geben, wie man sich mit modernen, komplexen Techniken, also Herangehensweisen, an Herausforderungen wagen kann, ohne vorher die Lösung vielleicht schon in der Schublade zu haben, oder auch mit dem Problem konfrontiert zu werden, dass man zwar im Greenfield alles neu baut, aber dann in der Realität damit nichts anfangen kann. Und gerade im Netzwerk ist das immer so ganz praktisch, wenn man Architekturänderungen machen möchte, die man in kleinen Schritten umbauen kann, statt ein Big Bang-Szenario, wo an dem Wochenende, wo man dann irgendwie alles ändern muss, plötzlich das Licht ausgeht. Und wahrscheinlich rege ich mich auch noch ein bisschen über die Realität mit diversen Herstellern und Einkaufsprozessen und vielleicht noch mit so diversen Supportern auf. Ganz kurz zu mir. Ich bin Christian, auch Toini. Da findet ihr mich auf GitHub und auf Twitter und an so diversen anderen Stellen im Netz. Ich mache das Ganze jetzt schon so etwa seit 99 aus dem Umfeld Webentwicklung und Open Source und mache auch seit gut 20 Jahren Python. Bin Mitgründer und im Vorstand vom Python Software Verband. Früher war ich mal ein SOAP-Kernentwickler und viel an der CDB gearbeitet. Also ich habe ein sehr breiten Erfahrungshorizont jetzt so inzwischen zusammengesammelt. Und neben dem, dass ich seit 20 Jahren Ops mache, haben wir jetzt seit 5, 6 Jahren eine Firma ausgegründet, den Flying Circus. Wir nennen das manchmal so DevOps as a Service. Also Entwickler können Zeug entwickeln, werfen uns Repos rüber und Repos plus Geld bedeutet, wir kümmern uns darum, den Kram irgendwie ordentlich zu betreiben, in einer Manier, wo wir auch sagen, nein, das ist nicht über den Zaun werfen, sondern wir kooperieren gern mit Entwicklern, um gegenseitig zu verstehen, was wollen die da drüben auf der anderen Seite eigentlich. Genau, und so Betrieb von Zeug. Wir haben hier so eine Grafik, wo wir sagen, naja, das ist sowas, das hat sowas von dieser fliegenden Zirkus. Das ist eine Show, Sachen zu betreiben. Und der wichtigste Spruch dabei ist immer, the show must go on. Also egal, was irgendwie jetzt gleich passiert und explodiert, irgendwie muss man was dahinter haben, um weiterzumachen, um Sachen vorangehen zu lassen. Licht ausgehen ist heutzutage halt einfach keine Option. Ursprünglich kommen wir halt aus der Softwareentwicklung und wir wissen deshalb, wie man Anwendungen betreibt, mit auch dieser Charakteristik von, es sind keine Standardanwendungen, sondern es sind Anwendungen, wo irgendein Software-Team was gebaut hat und wir jetzt davor schon, was machen wir jetzt hier eigentlich? Das heißt, wir haben jetzt auch seit irgendwie den 90er Jahren immer schon Linux-Administrationen gemacht und Server betreiben war immer irgendwie interessant und ja, wir haben halt dann damals, weil wir damit groß geworden sind, auch LAN-Partys gemacht und da hast du mal ein paar Dutzend, vielleicht mal ein paar hundert Leute. Und meine größten Erfahrungen selber waren auf der Assembly in Finnland. Da habe ich das Netzwerk zwar immer bloß von der Seite gesehen, aber die bauen mal für 3 Tage ein Netzwerk für knapp 15.000 Leute auf und wieder ab. Und wenn man sich so mit denen austauscht, lernt man auch interessante Dinge. Naja. Und wir interessieren uns halt immer so für alle möglichen Schichten und deswegen ist es bei uns auch so, man sieht immer, dass irgendwie alles rüber rausguckt. Wer auf dem Bild genau
schaut, sieht auch, dass der Grafiker da eine Fritzbox irgendwo versteckt hat. Aber uns ist halt wichtig, dass wir, wenn wir uns auch dann mit Entwicklern und mit Kunden unterhalten, dass wir halt genau verstehen, wie hängen diese ganzen Sachen eigentlich zusammen. Und uns ist halt dabei wichtig, dass wir so von First Principles ausdenken, also immer nochmal sich zu erinnern, okay, woraus besteht eigentlich so Rechentechnik? Hast halt Rechenzeit, also CPUs, dann hast halt irgendwie Speicher, dann hast du schnelleren Speicher, langsamen Speicher, dann hast du ein bisschen I.O. und alles andere baut ja irgendwo auf diesen Grundkonzepten auf. Und dann ist es natürlich auch nachher interessant zu lernen, wie vor 2, 3 Jahren, als Intel dann mal einem die Füße fast weggezogen hat mit ihrem, wir können nicht mehr garantieren, ob CPUs eigentlich sicher sind und alle anderen haben sich aber in der Gesamtarchitektur darauf verlassen zu sagen, naja, alles unten drunter ist immer einfach, das funktioniert einfach, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. So, und wenn ich so ein Bild raushole, um zu beschreiben, wie sieht denn so Anwendungsbetrieb aus, dann ist dieses Bild irgendwie total lustig und man denkt sich, naja, komm, das ist ja eigentlich hier alles ordentlich designt und überhaupt. Und dann kann ich immer das zweite Bild daneben legen und sagen, naja, so sieht es dann halt in Realität aus. Das heißt, diese ganzen Fäden, an denen es hängt, die sind da immer noch und jetzt sind die Boxen halt eckig und nicht rund. Also in unserer Erfahrung ist es eben so, und egal, ob das jetzt Systeme sind, die, das sind etwas ältere Grafik mit irgendwie VMs und Komponenten auf den VMs arbeiten oder ob das dann ein Kubernetes-Cluster ist, die Art, wie, also die Vielfalt von Dingen, die da miteinander reden und wie die miteinander reden und was sie eigentlich tun, das wird halt immer mehr, immer komplexer und es kannst du halt nicht mehr am Schreibtisch einfach durchdesignen, da braucht es halt neue Techniken. So, und jetzt nehme ich euch einfach mal mit auf den ersten Teil der Reise, um zu gucken, wie ist unser Netzwerk eigentlich gewachsen. So. Max hatte sich schon gefreut über meine Begriffsauswahl. Ich nenne die erste Phase mal die Antike. Das war in so einem, in der Phase relativ am Anfang, 99 bis 2006, da hatten wir irgendwo einen Rack in einem Rechenzentrum. Es gab vor 99 noch die Konstellation, dass wir mal einen Server bei einem Stadtwerke RZ-Anbieter in Anführungszeichen hatten, da standen die Server tatsächlich unter Tischen. Das zeige ich hier nicht mehr. Ich bin zwar sehr schamlos, aber das bleibt hier draußen vor. Und tatsächlich so in der ersten Phase, da hatten wir irgendwie so Dell-Server gekauft und Dell-Switches gekauft und im Prinzip war die Idee, naja, da packt man da oben irgendwie einen Switch rein und kommt da dieses Kabel vom Rechenzentrum raus und dann hat man da so IP-Adressen und dann schreibt man die auf die Server drauf und dann ist irgendwie gut. Und das hat natürlich brutale Fehlerszenarien. Da haben wir dann immer gelernt, okay, Layer 2, Übergabe zwischen Organisationen ist eine blöde Idee. Wenn unser Switch und deren komischer Uplink-Router oder Switch dann anfängt, irgendwelche STP-Dinge zu spielen und da mal das Licht ausgeht oder wenn dann irgendwie das halbe Rack nebendran auch noch von dem Switch versorgt wird und der Support-Mitarbeiter meint, er muss mal jetzt mitten am Tag unseren Switch rebooten und dann geht plötzlich vom anderen Kunden da mal auch für 5 Minuten das Licht aus. Insofern da winke ich Spreadshirt einmal, die waren damals Rack-Nachbar von uns, da gab es dann einmal eine Downtime, weil der Mitarbeiter vom Rechenzentrum nicht wusste, ob ihr Switch vielleicht einen kaputten Port hat. Naja, und da haben wir dann ein bisschen gemerkt, okay, jetzt müssen wir langsam mal irgendwie, das war ja wirklich am Anfang, wo es noch 100 Megabit Switches waren, jetzt müssen wir mal Richtung Gigabit rüber und dann waren die Dell-Switches auch irgendwie alle Mist und da war, glaube ich, auch, als ich dann auf der Suche war, da war ich für Systems damals noch in München, habe mit so diversen Herstellern und Systemhäusern und Partnern irgendwie geredet und angeguckt und das total spannend war, wenn man sich mal den ganzen Tag lang dann nur um Switches und Netzwerkequipment gekümmert hat und mit Leuten geredet hat, dann weiß jeder immer ganz viel Schlimmes über alle anderen zu sagen. Jeder lästert über HP, lästert über Cisco, lästert über Juniper über Extreme, alles ist Mist. Aber das Spannende für mich damals war, dass über HP alle anderen immer nur gesagt haben, naja, das Schlimmste ist, dass man die nicht mehr los wird. Und das war am Ende dieses Tages tatsächlich bei mir so ein Kriterium von, damit kann ich leben. Und tatsächlich, die waren für uns von der Einkaufserfahrung eigentlich total interessant. Das waren so, da haben wir so ProCurve Access Switches gekauft, die Serien, die es da damals gab, das waren 2610er, das waren noch 100 Megabit, ein 2810er Gigabit. Und das Schöne, was ich bei denen finde, ist, du kannst tatsächlich online die Teile einfach klicken, kaufen, hast auch heute noch bei den meisten, wobei die ein bisschen angepasst wurden, diese Garantie, eine lebenslange Garantie, das heißt, solange die Karre bei dir rumsteht, rufst du da bei der Hotline an, sagst, hier ist ein Port kaputt und dann fällt am nächsten Tag irgendwie ein neuer Switch irgendwo raus und keiner prüft irgendwelche Seriennummern oder irgendwas anderes oder irgendwelche Rechnungen oder Supportverträge. Und du kannst auch die Firmware einfach aus dem Netz laden. Also die waren für uns tatsächlich so ein Ding von, das war eigentlich ganz angenehm.
Was auch angenehm ist, wenn man heutzutage so einen 2810er anmeckert, dann kommt es schon mal vor, dass man dann halt auch einen neueren 2530er kriegt. Und da wir eh nicht mehr gemacht haben als so ein bisschen Layer 2 mit so ein bisschen VLANs, dann war das jetzt überhaupt kein Thema. Heutzutage habe ich mit den Switches so eher das Problem, die machen halt ein Gigabit und haben aber keine vernünftigen Aggregationsuplinks. Also du hast halt keinen 10 Gig und wenn du halt irgendwie einen 48.1G-Switch irgendwo anders anbinden möchtest, dann sind so 4 1G-Ports als LAC so ein bisschen schmal. Genau. Und HP hat ansonsten auch ein paar Stellen sich natürlich ganz schnell ausgeschlossen. So für uns war das ein Thema von, okay, die Teile sind dumm, wir müssen uns nicht viel um Netzwerk kümmern, wenn mal ein paar Ports, wir wussten ja irgendwann, geht mal der ein oder andere Port kaputt, das heißt, lass halt mal ein bisschen Luft. Und ja, die Firmware, da ist irgendwie nicht viel dran und wenn du heutzutage so ein 18.10 hast, dann kann der irgendwie keine aktuellen SSH-Cypher, das ist auch ein bisschen nervig. Aber okay, das hat erstmal soweit funktioniert und die booten halt auch schnell. Genau. Wobei das Booten hat auch den Nachteil, wenn die Teile einen Erdungsfehler haben, dann merkt man das teilweise nicht, wenn man im RZ einen Umbau macht, weil man dann ab und zu mal das Chassis berührt, während man ein Kabel steckt und dann bootet diese Karre neu, ist nach 20 Sekunden aber wieder im Forwarding und nach einer halben Stunde stehen irgendwie 5 Kunden auf den Füßen, warum eigentlich gerade Dinge komisch sind und man selber sucht sich einen Wolf, bis man irgendwann feststellt, dass einer dieser Switches ständig seinen Knight Rider-Modus macht, weil er halt bootet, aber so schnell bootet, dass das Monitoring es gar nicht mitkriegt. Das ist so ein bisschen gemein. Die haben wir, wie gesagt, auch noch im Einsatz, diese 1G-Switches, aber so sieht das Netz dann natürlich nicht mehr aus. Als wir die dann nämlich gekauft haben, haben wir uns halt auch Gedanken drum gemacht von, wie isolieren wir jetzt eigentlich die Kunden und waren 2006 auch dabei, ein neues RZ zu ziehen und so ein grundlegendes Design für so eine gemanagte, virtualisierte Infrastruktur zu machen und tatsächlich ist so das Grundkonzept, wir haben eine funktionale Trennung mit VLANs gemacht. Das hier ist jetzt erstmal so eine topologische Anordnung von, oder eine logische Anordnung. Das heißt, wir haben damals gesagt, okay, jetzt setzen wir halt vernünftige Router hin, wobei auch bei uns Router, weil wir eben gerne herstellerunabhängig sind, einfach x86-Hardware ist und ein Linux da drauf läuft. Und wir haben im Prinzip 5 VLANs definiert, nämlich eins fürs Management, eins für den für sogenannte Server-Server-Kommunikation, eins für Frontend oder bei anderen Leuten auch Grobi genannt, das große böse Internet, eins für Storage und dann, wir setzen Ceph ein, gibt es noch ein zweites Storage-Netz für die ganze Hintergrundkommunikation vom Cluster für Neuverteilung etc. Und da ist dann so, wir haben im Prinzip drei Klassen an Servern, neben den Routern, nämlich die Virtualisierungsserver, wo die VMs laufen. Und VMs sind bei uns so angeordnet gewesen, dass wir gesagt haben, gut, das Frontend-VLAN kommt auf jede VM und das Server-Server-VLAN. Und wenn ein Kunde auf einer VM kein Frontend braucht, dann ist zwar der virtuelle NIC da, aber da ist nichts aufkonfiguriert. Und im SRV ist es so, das ist immer da und da können die Server, da können die VMs untereinander miteinander reden. Und weil wir das komplette Netz ja auch voll managen, das heißt auch die Betriebssysteme in den VMs sind von uns komplett unter Kontrolle, ist es so, dass wir auf dem Layer 2 da in dieser Phase keinerlei Unterscheidungen gemacht haben zwischen unterschiedlichen Kundensegmenten, sondern die liegen alle in einem großen Layer 2 und es wird dann auf jeder VM beschützt, weil die ja wissen, wer ist die andere VM, die auf sie zugreifen darf. Und dann gibt es nämlich Firewalls an zwei Stellen, nämlich einmal vorne am Router zum Internet. Alles aus dem Internet auf das Frontend-Netz darf durch und aufs SRV-Internet, aufs SRV-Netz intern darfst du vom Internet nur per SSH rein. Und dann gibt es nochmal auf jeder Maschine, sowohl physisch als auch virtuell, einen zweiten Layer an Firewalls, die dann wiederum wissen, wer eigentlich die Partner sind, die innerhalb des RZs miteinander reden dürfen. Genau, das hat gut für uns erstmal soweit funktioniert und ist von der Logik halt auch erstmal relativ gut umsetzbar. Jeder Server mit 4 physischen Interfaces, die dann auf ungetaggte VLAN-Ports kommen. Genau. Und im Prinzip war das eigentlich relativ easy. Problem ist dann, als wir irgendwann so viel hatten an Equipment, dass wir nicht mehr nur ein Rack hatten, sondern 2 Racks und dann irgendwann das dritte und das vierte und die dann aber im RZ nicht mehr nebeneinander stehen konnten, sondern tatsächlich da so diverse Reihen dazwischen sind. Und wenn ich dann halt irgendwie ausreichend, wie ich schon dachte, die haben dann komplett nur Gigabit, die Switches, wenn ich dann ausreichend Interkonnektivität brauche, und wie man hier sieht, ist es auch so, dass diese unterschiedlichen Serverarten in den Racks verteilt dann durch eben langsames Wachstum auch entsprechend ungleichmäßig waren.
Also dann stehen die Router da an dem einen und der eine hat einen großen Backup-Server, der andere auch und dann stehen mehr Storage-Server als da. Das heißt, das ganze Thema Ost-West-Traffic ist extrem ungleichmäßig. Und wenn ich dann anfange und sage, na, ich brauche mindestens so 4x1 Gigabit zwischen den Switches jeweils, wobei wir das führende Rack dann gesagt haben, okay, du aggregierst das, dann muss das also teilweise nochmal einmal um die Ecke laufen. Aber dann habe ich da in Summe tatsächlich so 8 bis 12 Kabel einmal quer durchs RZ gelegt. Und wenn ich sehe, dass irgendwie 8 tatsächlich quer durchs RZ zwischen den zwei nebeneinander stehenden Racks, kann man die ja einfach so durchziehen. Und ein Kabel quer durchs RZ kostet mich 50 Euro pro Monat, dann gebe ich da allein 400 Euro für Kabel, die da rumliegen, aus. Ganz schön teuer. Und die 1 Gigabit haben halt auch irgendwann nicht mehr geholfen. Wir haben dann gewusst, okay, jetzt müssen wir langsam mal Richtung 10 Gigabit geben. Und haben dann tatsächlich irgendwann sogar eine Notaktion machen müssen. Da war dann der Move, für den wir uns jetzt schämen, da mal solche Netgear 10 Gigabit Teile dazwischen zu knallen, damit man dann nämlich sagen kann, okay, ich spare mir diese Strecke mit diesen 8x1G Links, sondern mache da 2x10G zwischen die beiden Rackpaare und verteile das dann intern wieder weiter. Und irgendwann kam natürlich, was kommen musste, das ist vendorübergreifend, SCP läuft 1,5 Jahre und dann geht plötzlich einfach das Licht aus. Sehr uncool. Okay. Also haben wir uns dann 2016 irgendwann auf den Weg gemacht und gesagt, okay, das müssen wir nochmal anders machen. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und wir haben uns dann Richtung 10G aufgemacht und wir hatten dann immer so das Problem, dass wir uns, was die Switches und die Hardware angeht, immer weiter in Segmente bewegt haben, wo wir haben, okay, die Geräte werden jetzt immer teurer, aber gleichzeitig ist die Vorhersagbarkeit, wie lange leben die eigentlich und wie viel organisches Wachstum können die mitmachen, ohne dass ich dann an eine Grenze stoße, wo ich nicht weiß, wie lange es eigentlich hält und ich die wieder rauswerfen muss. Gerade mit diesem Thema Port-Configs, der hat da das, der kann da das, der kann jenes. Und Brocade war damals ein Hersteller, die sind zwischenzeitlich von der Broadcom gekauft und dann an die Extreme weiterveräußert worden. Die hatten damals ein tolles Angebot, was genau in unsere Layer 2 Architektur gepasst hat. Das waren die sogenannten VDXe. Und was die konnten, war tatsächlich ein komplett ohne Konfiguration, steck einfach Ports an den Switches ineinander. Es kann, alle Links sind aktiv. Das ist dann so eine sogenannte Fabric und du kannst Kreise bilden und es ist völlig egal, jeder Switch sieht alles und macht sich selber für ein Paket den Plan, wie er am besten die Last verteilt mit den Links, die er hat. Du kannst da irgendwie 10G-Ports, 40G-Ports, Kreise, Bäume, was auch immer bauen. Das war für uns in der Situation eigentlich ganz cool, weil es gibt halt nicht mehr so viel zu tun und du kannst dann da halt einfach mal statt irgendwie 8G, 2x10G reinpacken und das hat uns, was den Ost-West-Traffic anging, dann auch gut gerettet. War aber natürlich immer noch so, dass der halt relativ asymmetrisch war und dann haben wir irgendwann ein gelernt, dass auch 10G einem natürlich nicht endlich lang geht hinter rettet, vor allem, wenn man sowas wie Ceph hat, wo es solche Effekte gibt, wo ich den Namen gerade, Wortfindungsstörung, den Namen vergessen habe, wenn alle Ceph-Clients gleichzeitig anfangen, neue Verbindungen aufzubauen, dann gibt es einen Burst, der einmal extrem viele Pakete erzeugt, wo selbst 10 Gigabit mal kurz für ein paar Millisekunden überfordert sein kann und dann kommt es zu Paketverlust und dann braucht das TCP länger, um seine Verbindung aufzubauen und fängt alles an zu hakeln. Und das war tatsächlich so die Zeit, wo das auch erst irgendwie ordentlich wahrgenommen wurde, mit wie ist das eigentlich mit solchen großen verteilten Systemen bei den Netzwerkherstellern. Und das war für uns auf jeden Fall erstmal dann plötzlich vom Management easy und bei der Brocade war das Schöne, dass man diese Teile mieten konnte. Das heißt, die waren jetzt halt zwar eine Ecke teurer, also ein so ein Ding kostet dann halt mal locker 10.000 bis 15.000 Euro pro Switch. Und wenn ich dann nicht mal weiß, ob das Ding noch 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre lebt, zumal auch irgendwie klar war, okay, die haben so einen Plan für Layer 3 Netzwerk und das ist was, das sollten wir uns angucken, aber ob die Architektur das dann mitmachen wird. Naja, die hatten ein Mietangebot und das war eigentlich ganz cool, weil da könnte man sagen, gib mir mal ein paar Switches und ich bezahle die einfach monatlich und ich kann immer innerhalb von 6 oder 8 Wochen, von 60 Tagen kann ich die Dinge aufkündigen, schick sie dir wieder zurück und dann ist gut. Und die sind dann so ausgelegt vom Pricing auf, nach 3 Jahren hast du die halt im Prinzip abbezahlt. Also wenn du weißt, hast du 5 Jahre da stehen, fährst du damit billiger, wenn du aber nicht weißt, ob die überhaupt 2 Jahre da stehen, dann bist du im Prinzip besser unterwegs, indem du sie halt mietest.
Das Dumme war, bei der Brocade, das war eigentlich erst cool, die haben so richtig schönen Support gehabt. Und theoretischerweise hatten die Teile auch In-Service-Software-Updates, aber ich glaube, das haben jetzt inzwischen alle gelernt, dass das was ist, was you don't. Also ich glaube, auf den Kisten habe ich irgendwann eine Firmware-Version rausgegriffen, wo die Aussage war, so, die fahren wir jetzt überall, danach fassen wir sie nicht mehr an. Und ich glaube, die hatte einen einzigen Bug, wo ab und zu mal irgendwelche CNG-Ports es nicht schaffen, CNG zu negotiaten, sondern dann nur noch eingeben machen und dann muss man irgendwelche ominösen Hex-Kommandos auf der Support-Bash, die man in den Switches drin freigeschaltet kriegt, reinpacken mit der Ansage und wenn das wieder kaputt geht, dann dreh den Hexcode bitte wieder um. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, zweimal passiert, ansonsten haben die Teile eigentlich sehr gut funktioniert. So, das war dann so dieser Punkt, wo wir merkten, okay, jetzt haben wir immer noch dieses Problem, dass wir nicht beliebig Kabel zwischen den Switches ziehen können. Und es ist alles noch so ein bisschen asymmetrisch und wir hätten eigentlich gern mehr Bandbreite und das geht eigentlich so nicht mehr mit diesen, die Racks stehen so durcheinander. Und deswegen haben wir danach nochmal gesagt, na gut, gegen diese logische Ebene kommen wir momentan nicht an, da fällt uns nichts Besseres ein mit den VLANs. Wir müssen jetzt aber mal dringend aufräumen, wie dieses ganze Thema Oversubscription auf den Interswitch-Links aussieht. Und haben uns in das sogenannte späte Mittelalter gestürzt. Da sind wir im Prinzip im Rechenzentrum umgezogen und haben uns einen eigenen Raum gemietet, beziehungsweise einen halben Raum, wo eine Reihe von neuen Racks am Stück jetzt uns gehören. Und das war tatsächlich auch eine Aktion, die wir komplett im Live-Betrieb gemacht haben. Das heißt, wir haben dort eigentlich geplant gehabt, da war nämlich das Thema, wir haben ja dieses schöne Mietmodell, wir können ja sagen, ach, wir bauen da drüben ein neues Netzwerk auf, wo die Server alle rüberwandern, mieten dessen wieder und geben euch danach die alten Switches aus den alten Racks zurück. Das war insofern eigentlich ganz cool, aber Extreme war inzwischen halt der Hersteller, mit dem wir da reden mussten, weil die Brocade gekauft hatten. Das waren furchtbare Kaufprozesse, wo es keine Preislisten mehr gab für irgendwie das kostet das und das, sondern musstest irgendwie fertige Pakete machen und dann musstest du rumverhandeln. Und dann wusstest du nicht, was es beim nächsten Mal kostet und dann dauert es irgendwie 2 Monate, um für so ein Mietding ein Angebot zu kriegen und dann hat es da irgendwie aus Versehen deren Quartalgrenze überschritten, womit sie gesagt haben, jetzt dauert aber Lieferung wieder nochmal neu 3 Monate, weil immer bei unserem Quartalsende werden nicht abgeschlossene Projekte einmal ausverkauft, damit wir keine Lagerhaltung haben und so. Das war wirklich, also man konnte es dann sozusagen nennen, das Mieten war sehr flexibel, solange es nicht flexibel sein muss. Also da haben wir uns dann ganz schön die Hörner dran abgestoßen und mussten letzten Endes tatsächlich auch mit dem Bestandsequipment dann von A nach B umziehen, was immer hieß, dass wir so einzelne Switches dann umgesteckt haben und wir, dadurch, dass wir alles visualisiert haben, können wir ja immer einzelne Maschinen, sowohl Storages, Backup und würde das Server ja immer freiräumen und dann die Sachen umstecken. Aber das war halt schon ganz schön nervig, weil die eigentlich Vorstellung war, hey, wir stellen uns da jetzt diese schöne Leaf-Spine-Fabrik hin. Nein, da musste man sich erstmal, ich glaube, die Spines hatten wir eh neu geschafft, aber die ganzen alten, die mussten wir dann im laufenden Betrieb dann halt umstecken. Und das war einfach sehr unangenehm. Dazu kam noch, dass die sich dann auch noch vertan haben. Und da gehen mir diese klassischen Hersteller inzwischen extrem auf den Kopf, dass die zwar nur bei den Kupfergeräten zwar nur im Prinzip ein Gerät haben, und du kaufst das dann nur nach Lizenz, ob das ein 48 oder 24 Portgerät ist, ob das ein 10G oder 1G ist, nur ob dann bestimmte von den 40G Uplinks aktiv sind, hängt dann wieder davon ab, was das Basismodell ist und ein 1G-Switch hat auf jeden Fall 2 40G-Ports, aber ein 10G-Switch hat gar keinen, den musst du dann auf jeden Fall dazu lizenzieren oder nur 2er und dann ist der gerade nicht da, der die freigibt und das heißt, wir sind da glaube ich auch die ersten 2 Monate nur auf irgendwelchen zeitlich limitierten Testlizenzen für diese 40G-Ports gelaufen, immer mit dem, hoffentlich kriege ich eine neue Testlizenz ausreichend früh, bevor der andere Typ da aus dem Urlaub kommt und mir die richtige Lizenz gibt. Und das war einfach furchtbar, das hat keinen Bock mehr. Ich glaube, der Brüller war dann noch, dass sie uns angefangen haben, Switches ohne Schienen zu schicken, wo dann die Aussage war, ja, ihr müsst jetzt für die gemieteten Switches die Schienen kaufen und das Schienenpaar kostet irgendwie 300 Euro. Also das war jetzt irgendwie eine technisch super Lösung, seit wir das hatten. Waren wir da in der Lage zu sagen, okay, wir haben ausreichend 10G-Ports, wir haben wirklich gleichmäßige Balance, was die Interconnects angeht, also jeder Switch hat da 80 Gig Uplink und diesen oben redundanten können ausfallen, das war irgendwie alles super. Wobei wir natürlich pro Server noch keine Ausfallsicherheit hatten. Das war jetzt weiterhin diese gleiche Layer-2-Konstruktion und wir haben noch so einen Bestandskunden, der so ein kundeneigenes Rack hat, wo weiterhin diese Pro-Curves stehen. Da waren die Brocades eigentlich auch ganz schick, weil die konnte man tatsächlich mit diesem Multi-Chassis-Lag
dann entsprechend hinten per LACP anbinden, ohne dass man halt noch besondere Tänze auf den Switches machen muss, weil diese Fabric da einem erlaubt zu sagen, einfach nur, hier, ich will so einen Port-Channel haben und der wird irgendwie terminiert da auf dem Switch mit dem Port und dem mit dem und danach hat das für die anderen Switches wie ein ganz normales LACP ausgesehen. Das war echt gut. Also technisch waren wir da eigentlich jetzt so an dem Stand von, die Architektur kannst du praktisch nicht besser bauen, aber der Hersteller ist irgendwie Mist und tatsächlich wird es auch nicht mehr besser nach vorne. Plus, es wird dann halt irgendwann auch zu teuer. Also die Menge an Ports, die wir uns da halt hingestellt haben, weil wir dann halt mit dem Vendor geredet haben, mit, hey, wir würden das so und so machen, das war massiv überprovisioniert. Ich glaube, wir hätten real 70 Ports gebraucht und haben da, glaube ich, 350 Ports provisioniert. Dadurch, dass halt in jedem Rack alles drin steht und das hat uns, glaube ich, in der Miete dann so 3.500, 4.000 Euro netto gekostet pro Monat. Und da ist dann weniger das Thema, dass die Switches nach 3 Jahren abbezahlt wären, sondern mehr, dass ich so viel Zeug eigentlich gar nicht bräuchte. So, und jetzt waren wir an dem Punkt von, okay, wir haben jetzt die Sachen erstmal optimiert, die wir hatten, auf technisch, es tut, was es soll, und es funktioniert und es fliegt uns nicht in die Ohren. Das war echt schön, war ruhig, hat getan, was es sollte. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Und da war für uns klar, jetzt müssen wir irgendwie dieses Layer-2-Konzept irgendwie anfassen, weil alle reden über Layer 3 und ja, diese Trennung von, dass da mehrere Kunden im gleichen Layer 2-Segment sind, ist eigentlich nicht so cool. Das funktioniert nur deshalb, weil wir alles komplett kontrollieren können und überall die Firewalls im Griff haben. Und außerdem hat man noch keine Redundanz an den Servern. Das heißt, irgendwie, wenn ein Switch ausgeht, sind mindestens immer ein ganzer Sack Server betroffen. Firmware-Updates auf den Switches war irgendwie nicht so wirklich drin. Und genau. Und teuer war es halt obendrauf auch noch. Und das war jetzt so etwa 2018 gewesen, wo wir gesagt haben, jetzt muss man da nochmal anders dran. Und wir haben nochmal den gleichen Prozess angefangen. Wir haben so mit diversen Leuten geredet. Max hat ja gesagt, wir kennen uns ja 2017 etwa. Und für 2018 haben wir uns über die Foscon auch mit dem Netzwerkthema angefangen auseinanderzusetzen. Mit Max ein bisschen geredet, den kann man kaufen und der ist sehr nett. Und mit unseren Herstellern nochmal gesprochen und auch mit diesen Channel-Partnern dann immer, die dann nochmal gesagt haben, guckt ihr euch nochmal Juniper an oder das. Und haben so diverse Design-Workshops mit unseren Anforderungen gemacht. Ich habe zwischendurch auch nochmal so Ausflüge, um dieses ganze Open-Networking-Zeug anzugucken. Da gab es dann so 2017, war das noch halbwegs irgendwie was, wo Leute drüber geredet hatten, war OpenFlow. Aber OpenFlow kannst du natürlich nur machen, wenn du im Prinzip selbst Netzwerkhersteller werden willst. Das ist so low-level. Ich habe jetzt hier so ein paar Geräte noch rumfliegen. Da kannst du halt wirklich die ASIC im Prinzip von der Ferne programmieren, aber du musst halt im Prinzip jedes Netzwerkprotokoll neu erfinden oder neu nachbauen. Da kann man coole Sachen mitmachen, aber dann bist du halt ein Netzwerkhersteller und extrem weit weg von dem, was wir da oben mit den Services machen wollen. So, und da kamen jetzt auch interessante Designs raus, wenn wir so mit den Leuten geredet haben und haben uns die konkreten Produkte angeguckt. Aber das eine große Problem, was wir hatten, war, diese Designs sind dann so informiert anhand einer Anforderungsliste und dann kommt da eine neue Lösung raus. Und das Dumme, was immer der Fall war, egal, und das werfe ich Max jetzt nicht vor, und das werfe ich eher so den großen Herstellern dann vor, du kriegst dann so eine Greenfield-Lösung und wenn du anfangen willst, die umzusetzen, stellst du plötzlich fest, Mist, du hast irgendwas vergessen, was im laufenden Betrieb bei dir so nicht funktioniert. Und wir haben halt immer bei uns die Vorgabe von the show must go on. Ich kann nicht einfach ein Greenfield hinstellen und sagen, jetzt brauche ich 2 Jahre, um alles von A nach B zu migrieren und die alte Welt kann mit der neuen Welt nicht reden und überhaupt. Und dann kostet sich das halt nochmal einen Arm und ein Bein und du hast es auch mit doppelten Kosten. So. Also für uns war schon ein Ziel, jetzt die teure Lösung möglichst zuerst loszuwerden, um dann halt in der Lage zu sein, nach vorne zu laufen. Und da war die Frage, wie geht man da ran? Und ich habe mich in den letzten Jahren, jetzt auch schon seit 6, 7 bestimmt, mit dem Thema Komplexität insbesondere auseinandergesetzt. Und da gibt es so einen Ansatz, der nennt sich Knevin. Das ist ein walisisches Wort und das bedeutet speziell, sich in mehreren Heimaten verankert fühlen, an mehreren Orten zu Hause zu sein. Und das ist so meine Basis, mit der ich jetzt immer wieder mehr dazulerne und mich immer weiter beschäftige, um in komplexen Szenarien handlungsfähig zu bleiben. Und Knevin kann man benutzen als Framework, wobei es das eigentlich nicht so richtig ist, das ist eigentlich mehr ein Tool, was einem helfen kann, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Und das teilt sozusagen die Welt von in unterschiedlichen Domänen, wie man Probleme angehen kann und einteilen kann. Und auf der rechten Seite dieses Complicated and Clear, das sind sogenannte geordnete Systeme, das sind immer Umgebungen, wo ich ein Problem vorab, ohne es umzusetzen, die Lösung bestimmen kann. Also
zum Beispiel kann ich geordnete Probleme sind, rauszufinden, wenn ich 10 Äpfel kaufe und 5 Äpfel kaufe, wie viele Äpfel habe ich dann? Dann habe ich 15. Das kann ich sagen, ohne loszugehen und Äpfel zu kaufen und danach nochmal zu zählen. Dann kann ich machen, dann weiß ich, dass die Antwort richtig war, aber ich kann halt, ohne Äpfel zu kaufen, dir sagen, was halt, wie viele Äpfel du nachher haben wirst. Auf der linken Seite, die komplexen und chaotischen Systeme sind die, wo ich halt nur im Nachhinein vielleicht noch erklären kann, wie es zu einem Ergebnis gekommen ist oder im schlimmsten Fall auch gar nicht erklären kann, wie es dazu gekommen ist. Das sind dann die chaotischen Systeme und da, wo ich es nachhinein kann, das sind die komplexen Systeme. Und die haben unterschiedliche Eigenschaften, wie ich an Dinge rangehe. Also in klaren Fällen, das ist so typische Bürokratie, da kann ich halt einfach nur sagen, was für ein Problem habe ich hier, in welche Kategorie passt das, nehme ich die beste Lösung, die wir dafür kennen, dann mache ich das einfach. Das funktioniert super, wenn meine Umgebung sich nicht ändert und die Constraints halt immer fix sind. In komplett komplizierten Fällen, das ist gerade für das deutsche Ingenieurwesen so das, wo wir uns wohlfühlen, ist es so, ich habe ein auf den ersten Blick für den Laien unüberschaubares Problem, aber ein Experte kann sich hinsetzen, kriegt ausreichend Zeit, analysiert das und sagt dann, okay, aus der Menge an Lösungen, die es gibt, habe ich folgende ausgewählt, auf folgende Art parametrisiert und das ist jetzt hier deine Lösung. Das ist immer noch so, dass die Constraints, die es gibt, halt die Dynamik des Systems in Summe bestimmen und auch einschränken und begrenzen. In komplexen Fällen ist es so, da habe ich Constraints, die tatsächlich sogar eher dafür sorgen, dass neue Dinge passieren können und wo ich nicht lineare Zusammenhänge habe, wo ich teilweise Feedbackschleifen habe, etc. Und da ist es so, dass es tatsächlich häufiger besser ist, wenn ich versuche, ein Experiment zu machen und rauszukriegen, okay, ich piekse das System mal, wie verhält es sich denn? Und ich bereite mich darauf vor, was passiert, wenn das System positiv oder negativ reagiert, wie kann ich negative Reaktionen eindämmen, wie kann ich positive Reaktionen verstärken, um noch bessere Ergebnisse rauszuholen. Und im Chaotischen ist es im Prinzip so, da ist es halt wichtig, okay, hier brennt gerade die Welt ab, dann greifen wir jetzt erst zum Feuerlöscher und fragen danach. Und dann also handeln, gucken, wie reagiert es und dann entsprechend nachsteuern. Da gibt es auch eine entsprechende Dynamik dazwischen, da hängen dann agile Methoden mit zusammen. Idealerweise möchte man möglichst viel von seinem Alltag zwischen dem Komplexen und dem Komplizierten verhandeln können. Wenn ich Dinge im Komplizierten behandeln kann, also analytisch Engineering, dann kann ich sehr effizient sein, dann kann ich sehr wirtschaftlich arbeiten. Wenn ich im Komplexen bin, kann ich sehr innovativ arbeiten, kann ich mir neue Dinge ausdenken, kann ich auf komplett neue Niveaus kommen. Clear ist halt immer nur, da ist halt ein Zustand, der ist extrem energieintensiv, um sozusagen die Constraints ständig zu prüfen, ob alles überhaupt noch so ist, wie wir uns das vorstellen. Und dann gibt es in der Mitte noch so eine fünfte Domäne, die nennt sich Confused. Also im Sinne von, ich weiß gar nicht so richtig, was hier gerade Phase ist und kann nichts von diesen vier Dingen in Ansatz bringen. Und davon gibt es eine authentische und eine nicht authentische Version, deswegen das A und das C. Die authentische ist, ich bin mir bewusst, dass ich es nicht weiß und kann mich deswegen damit auseinandersetzen. Oder ich bin gerade völlig am Schwimmen und mache mir nicht mal Gedanken darüber, welche Herangehensweise jetzt eigentlich überhaupt die richtige ist. Und das Grüne ist so ein bisschen ein dehnbares Band, wie man zwischen komplex und chaotisch und kompliziert und komplex konstruktiv hin und her wandern kann. So, was heißt das jetzt für unser Netzwerk? Wir haben damals, jetzt könnte man meinen, Netzwerk ist halt technisch und es ist Engineering, es ist ja begrenzt, es ist deswegen nur kompliziert, das stimmt aber nicht. Weil das mit kompliziert zu begleiten, sagen, es ist nur Engineering, das ist ungefähr so, wie wenn wir BWL anhand der perfekten Markttheorie erklären. Ja, wenn wir alle die richtigen Kompetenzen und alle die perfekte Information hätten, dann könnten wir uns als Experten hinsetzen und könnten alle Optionen durchgucken und in einer definierten Zeit die passende Lösung ermitteln, aber da bricht immer die Markttheorie. Es gibt ja schon nicht die perfekte Information. Ich sage eben nur dieses Thema von Preislisten von Leuten kriegen und zuverlässige Preise und nicht irgendwie 3 Monate Feedback schleifen, bis man mal sich einigt, welches Modell mit welchem Preis vielleicht, aber nicht bei der Masse. Und damit ist, und Zeit ist halt bei analytischen Herangehensweisen wichtig. Ich muss im Engineering in der Lage sein, auf einen vorher festgelegten Zeitslot zu garantieren, dass ich mit einer Lösung rauskomme. Und Kompetenzen hat auch nicht jeder immer für alles und dafür ist es auch einfach zu viel und dadurch wird aus Quantität, nämlich der Menge an Zeug, die da eigentlich eine Rolle spielt, irgendwann auch die Qualität, dass ich es nicht mehr final überschauen kann. So, und außerdem haben wir jetzt noch das Networking und überhaupt Technik sich über die Zeit hinweg ständig ändert und selbst während wir über diese 2 Jahre uns da Gedanken drum gemacht haben, hat sich die ganze Zeit der Markt verändert und wir mussten immer noch mal ein Auge mit drauf haben von, was passiert hier jetzt eigentlich gerade um uns herum. Das heißt, der Ansatz, den ich haben will, ist, ich will irgendwie rauskriegen, in welche Richtung wollen wir grob, was sind die nächsten Schritte, die wir dann tun können, ohne uns in eine Ecke zu manövrieren. Dann haben wir da intern zu dritt einen Workshop veranstaltet und die 3 Personen, die dabei waren, waren im Prinzip ich aus dem Thema von so bei uns Forschung, Entwicklung, Business und ein Kollege, der Langzeit-Engineer ist und noch ein sehr neuer Kollege, der dabei war, mit Netzwerk bisher wenig zu tun hat.
Und dann haben wir zum Schluss so viele kleine Projekte und Initiativen rausbekommen, die in Summe für uns ein stimmiges Bild ergeben. Und wichtig ist aber, und den Prozess erkläre ich gleich mal ein bisschen genauer, das ist bottom-up entstanden und nicht top-down. Das heißt, diese Sammlung an Projekten, die daraus fällt, ergibt auf den ersten Blick gar nicht so richtig Sinn im Sinn von, warum sind das so unzusammenhängende Teile? Ja, oberflächlich sehen die unzusammenhängend aus, aber intern sind sie total eng miteinander verstrickt. Und da haben wir natürlich jetzt auch diesen ganzen Input genommen, den wir mit dem Vendor Consulting schon hatten und mit unserem unabhängigen Experten Max. Und die drei wichtigen Aspekte von den Techniken, die wir da angewendet haben, sind auf der einen Seite sogenannte Distributed Cognition, also die kognitiven Prozesse zu verteilen, und zwar kleinteiliger und weniger zu fragen, was ist die fertige Lösung, die ich kaufen kann, sondern von unterschiedlichen Leuten, die unterschiedlichen Sachen rangehen, auch noch kleinteiliger abzufragen und weniger zu fragen, was ist richtig, sondern mehr, was hat jemand hier gerade beizutragen, was interessant ist und wie kann ich den interessanten Teil jetzt nochmal aus dem Vorschlag zum Beispiel rauslösen und wieder rekombinieren. Und das dritte ist dann sogenannte Disintermediation. Wie kann ich, wenn dann Entscheidungen zu treffen sind, weniger Executive Summary spielen, sondern wie kann ich Entscheider tatsächlich so mit den Rohdaten zusammenbringen, dass Entscheider tatsächlich auf der Basis der Rohdaten eine fundierte Entscheidung treffen können. Das heißt, sowohl die Entscheider müssen näher an die Rohdaten ran und die Rohdaten müssen näher an die Entscheider ran. Bei uns ist das ganz gut. Ich bin als Mitgründer und Chef im Tagesgeschäft nur auch mit drin. Da ist das sehr einfach, die zusammenzubringen. Da gibt es dann, wenn man sich mit den komplexen Techniken auseinandersetzt, noch Möglichkeiten, das für extrem große Organisationen zu machen. Das wird teilweise eingesetzt bis 50.000 Leute und mehr. So, der erste Schritt, den wir dann hatten, war, wir haben Dinge gesammelt, die uns in unserem Netzwerk schlecht schlafen lassen oder Bauchschmerzen machen. Und da haben sich so drei Cluster etwa rausgebildet. Der Cluster links oben dreht sich so ein bisschen rum um die Frage, ja, wir sind doch keine Netzwerker, also im Sinne von, wir sind halt keine Vollzeit-Netzwerker, nicht so wie der Max. Aber natürlich machen wir Netzwerk, also wie kommen wir jetzt dazu, irgendwie handlungsfähig zu sein und mit gehobenem Haupt zu sagen, wir haben eine sinnvolle Entscheidung getroffen. Und der Cluster in der Mitte ist so in so wabernde Themen von konkreten technischen Sachen von, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit Layer 2 versus Layer 3? Wie spielt nur BGP und OSPF eine Rolle und sollten wir eigentlich modulare oder feste Systeme kaufen? Wie ist so eigentlich Scoping mit IP-Nummern in Zukunft zu machen? Und können wir eigentlich was machen bezüglich der Kosten? Wie werden wir flexibler? Können wir eigentlich auch sowas machen, dass wir einfach nur dumme Brotkästen kaufen, die hier als Switches agieren? So, und mit diesem Input, das war mal so zum Orientieren, haben wir ein sogenanntes Knevin-Modell gebaut. Da nimmt man auf sich erst die Daten und baut aus den Daten das Modell. Da gibt es den Spruch, Data precedes the Model. Und immer wenn man etwas in diese vier Kategorien, das ist jetzt so wie dieses Diagramm, was ich vorhin gezeigt habe, diese vier Bereiche, Clear, Complicated, Complex, Chaotic und Confused. Und im Confused bleibt dann noch über, ja, wir sind doch keine Netzwerker. Und das Schöne ist aber, wenn man das versucht einzuteilen, muss man immer granularer werden, Optimize Granularity, weil man irgendwann Sachen hat, wo man nicht weiß, passt das jetzt in die eine oder die andere Kategorie. Dann muss man sie auftrennen und konkreter sagen, ja, warum glaubst du, es passt in die eine, warum glaubst du, es passt in die andere. Und mit diesem Modell haben wir uns dann auf die Suche nach Lösungen gemacht, indem wir erst jetzt nochmal Anforderungen neu formuliert haben, nämlich weil wir ja viele Problemstellungen hatten, um diesen Fragezeichen entgegenzutreten. Und am linken Fenster, und das ist ausnahmsweise mal ein echtes Fenster, sieht man Anforderungen, die sich dann sehr an den Kunden orientieren. Das ist auch von ganz oben extrem kundennah. Da steht dann sowas wie, wir wollen beliebige Kunden-OS unterstützen, die ungemanagt in einem Netz sind, wo auf der einen Seite komplexe Dinge passieren, auf der anderen Seite aber da eine dumme VM ist, die bloß DHCP spielt. Oder bis halt runter zu sehr technikgenauen Anforderungen. Also im Sinne von kundenspezifische VPNs, Traffic zum Internet möglichst ohne NAT, solche Sachen. Und dann haben wir uns angefangen, langsam an Bestandteile von Lösungen ranzurobben. Das ist das rechte Fenster, um dann zu sagen, na okay, was gehört denn jetzt zu den Lösungen alles dazu? Wir müssen uns mal überlegen, wollen wir Top of Record und Middle of Row? Wir wollen mal über die Lebensdauer von Geräten nachdenken. Wir wollen die leere Ports vermeiden, Kosten. Wir wollen Verständlichkeit von diesem System für Nicht-Netzwerker haben. Genau, und dann haben wir die Leute, haben uns zu dritt hingesetzt und haben solche Designrunden gemacht, wo jeder mal für sich Teildesigns, die kann man leider ein bisschen schlecht lesen, die konnte ich bei aller Verbesserung nicht mehr besser machen. Wir sehen, da sind so Netzwerkskizzen drauf. Da hat sich jeder alleine mal für Teilaspekte, wo ihm was zu einfällt, in der Tiefe Gedanken gemacht von, guck mal, wir könnten übrigens solche Gateway-VMs machen, dann redet der mit dem und dem und da ist ein Host und da ist ein Switch und das. Und daraus kamen dann sechs Sachen raus. Und da war weniger wieder die Frage, nicht welches davon ist richtig, sondern was hier ist eigentlich interessant und was ist denn hier anders zu dem, was der da drüben zu dieser anderen Teillösung gemalt hat. Und dann geht wieder die Granularität auf von, was sind hier jetzt interessante Teilerkenntnisse? Und damit sind wir dann sozusagen in unsere Neuzeit aufgebrochen. Und die Designentwürfe haben wir dann überführt in konkrete Projekte.
Da ist jetzt die Zeit, die reicht nicht, um dann noch extrem tief ins Detail reinzugehen. Aber auf der einen Seite war das eben dann die Frage, wie organisieren wir Zukunft Layer 3 mit so einem Underlay-Overlay, mit EVPN oder ohne. Das hängt dann davon ab, ob man Gerät, ob man das terminiert auf dem Switch oder auf dem Host. Wie ist das eigentlich mit kombinierbar mit unserem Storage, der zwei getrennte Netze haben will? Und da müssen wir auch bei uns auf der Plattform noch Dinge tun. Und damit sind wir im Prinzip losgezogen und haben geguckt, was wollen wir kaufen. Und da hatten wir zwei auf der Liste, Cumulus und Arista. Den Florian im Prinzip, den würde ich da mal winken, weil Arista sich da extrem ins Zeug gelegt hat, aber tatsächlich die klassischen Herstellereigenschaften, was Vertrieb angeht und so, das hat es halt leider nicht geschafft. Arista war mir sehr positiv, ist mir weiter sehr positiv in Erinnerung, weil die halt wissen, wie man Software macht und wie man Tests macht und so, aber es ist halt langwieriger, nerviger Einkaufsprozess, für mich undurchsichtiges Hardware-Gestrüpp. Man kann keine Gebrauchthardware kaufen, damit ist das Labor irgendwie schwierig. Dann gibt es irgendwie die Software zum Update nur mit Lizenzen, dann bin ich im Labor und ich muss freundlich fragen, wenn ich irgendwie Drittanbieter-Optiken haben will, etc. Das ist irgendwie so, ich will nicht fragen. Sorry Leute, ich will Brotkästen kaufen, ich will auch mit meinem Bäcker nicht verhandeln, ob ich jetzt zwei oder drei Brötchen bestellen darf und ob ich irgendwie Wurst drauf essen darf oder nur Käse. Da ist bei mir irgendwann die Reaktion, ey, geh mir aus der Sonne. So. Cumulus ist es bei uns dann tatsächlich geworden. Die unterstützen halt durch die Aggregation ein sehr breites Hardware-Spektrum. Das Ökosystem mit der freien Software ist interessant, weil ja auch dann sowas wie Sonic von Microsoft durchaus eine gute Alternative ist, wenn man das ohne Lizenz machen will. Da läuft halt dann der Routing dann dort auch. Community Support mit Slack ist gut, die Doku ist sogar echt gut. Und ich kann mir halt mit der Kreditkarte bei einem Hersteller wie FSCom oder bei Delta oder irgendwo einfach Switches ziehen und muss nicht um Erlaubnis fragen. Das ist so, und die Lizenzen sind auch überschaubar im Sinne von, es gibt Leaf-Lizenzen und Spine-Lizenzen und dann war es irgendwie gut. Genau. So, wie sieht denn das jetzt aus? Was haben wir da gebaut? Unser erster Schritt in der frühen Neuzeit sieht jetzt so aus, das haben wir jetzt seit so knapp 2 Monaten laufen und das war auch im Umzug interessant, das sind die gleichen Racks, die wir vorher haben. Was ist jetzt passiert? Wir haben uns entschieden, ein Middle-of-Row-Konzept zu fahren. Die Menge der Switches, die eigentlichen SFP-Geräte, die später mal dann BGP sprechen sollen, sind 3 Cumulus-Geräte hier genau in der Mitte in grün, schwarz und grau, wobei nur 2 aktiv sind. Der eine macht jetzt gerade Storage, der andere Storage Backend und der dritte steht rum, ist leer und ist ein Ersatzgerät. Und dann haben wir noch von der FSCom ganz billige 400 Euro 1 Gigabit-Switches mit 10 Gig Uplink gekauft. Die bilden zum einen oben das Management-Netzwerk und dann werden die Server tatsächlich gepatcht an dieser Mitte angebunden und da haben wir jetzt modulare Teile, wo wir auch pro Server uns überlegen können, mache ich da Glasfaser oder mache ich da noch Cat6 dran, weil wir halt immer auch im Bestand irgendwie voranlaufen müssen, um zu sagen, wir rüsten jetzt alle Server neu auf, es geht halt nicht bei uns und haben dann jetzt temporär mal noch die bestehenden VLANs, also das Frontend und das SRV, auch mit diesen billigen FS-Switches abgesetzt, wo wir auch gesagt haben, dann kommt halt nochmal einer im Hotspare daneben, ist vorkonfiguriert. Das Interessante ist, die sind jetzt alle komplett anonym konfiguriert. Keiner von denen hat jetzt noch irgendwie servergenaue Config, die sind alle dumm, jeder fährt ein VLAN, das ist jetzt ein völlig zurückgekochtes Layer 2 und das haben wir komplett in Live-Migration hingekriegt, ohne dass da irgendwas gewackelt hat. Der Altkunde ist auch noch angebunden, alles super. So, und das ist aber erstmal bloß der erste Zwischenschritt, weil jetzt konnten wir die Brocades rauskicken und haben im Prinzip einen 120.000-Euro-Stack ersetzt durch einen 30.000-Euro-Stack mit Support, mit allem drum und dran. Wo wollen wir damit jetzt hin? Naja, der nächste Schritt ist, dass wir sagen, okay, diese Cumulus-Switches, die können jetzt diese ganzen Layer-3-Techniken und wir bauen uns damit dann auf der einen Seite hier in lila und orange ein BGP-EVPN-Underlay. Da gibt es halt auch schöne Techniken von der Cumulus, die immerhin auch interoperabel sind, wo ich dann tatsächlich extrem wenig Config brauche, um so BGP-Sessions zu konfigurieren. Dann machen wir Routing to the Host. Dann gibt es für die VMs da drauf VXLAN pro Kunde und pro Projekt. Dazu gibt es dann pro Kunde noch Gateway-VMs, wo er dann halt tatsächlich seine eigenen IP-Nummernräume managen kann. Hintenrum klassisches Management-VLAN und für die Services fahre ich dann tatsächlich ein Service-Netzwerk auf dem Underlay RAW, damit die entsprechend die Performance haben und trotzdem von der Verfügbarkeit und Redundanz und der Flexibilität profitieren. Und das Schöne ist, das kriegen wir halt im laufenden Betrieb hin, mit, wir packen jetzt als allererstes dann erstmal die bestehenden VLANs in VXLANs, können den Underlay umbauen, haben dann halt zwar noch keine kundenspezifischen VXLAN, können dann aber auf BGP-EVPN gehen, kriegen auch so die Zwischenzustände alle abgebildet und dafür müssen wir dann tatsächlich im RZ gar nicht mehr so viel physikalisch anfassen. Ab dem Moment hat dann jeder Server statt 4 Port-Interfaces nur noch 2, nämlich irgendwie einen roten und einen gelben und dann läuft alles über BGP
im Underlay. Die Kunden kann ich mit dem VXLAN rechts trotzdem noch anbinden, indem ich die VXLANs dann auf dem Switch terminiere. Und wie man im Englischen so schön sagt, Bob's your uncle. So, das war jetzt relativ zügig. Ich hoffe, ihr seid alle entspannt gewesen. Ich fasse euch die Sachen nochmal zusammen. Was hat uns geholfen, da irgendwie selbstständig in was designen zu können? Also, das eine ist dieses Thema Cognitive Diversity. Input von möglichst vielen Leuten kriegen. Mir geht es ja nicht darum zu sagen, ich will den Input vom Vendor nicht haben, aber der reicht halt nicht. Und eine fertige Lösung einfach nur zu haben, ist halt das Problem, ich brauche es feingranular. Ich muss mit meiner eigenen Anforderungen extrem detailliert in der Lage sein, die auseinander zu puzzeln und dann in Deckung zu bringen, zu sagen, wie passt hier eigentlich was zusammen. Und das hat für uns dann tatsächlich den Realitätsbezug massiv nach vorne geschoben. Wir hatten im Prinzip dann diese Projektliste mit Max nochmal abgeglichen und von einem kleinen Denkfehler, den wir hatten, hat uns korrigiert mit, das geht so nicht, aber das hat das ganze Konzept nicht in Frage gestellt, sondern haben wir halt ein bisschen an woanders lang gesteuert. Hat uns das halt tatsächlich so ein Mehrschritt-Ding gebracht von, wie kommen wir jetzt hier von A nach B. Komplexe Techniken, die helfen einem eben wegzukommen, hinzukommen zu fragen, was ist doch denn etwas, was hier jemand in den Ideenpool reinbringt, eigentlich interessant, und nicht sich darum zu streiten, ist jetzt dessen Lösung oder seine Lösung die richtige. Und da muss man halt tatsächlich manchmal ein bisschen Menschen mit ihren psychologischen Eigenheiten auf die Sprünge helfen. Aber tatsächlich ist es so, das kann man moderieren und selber daran teilnehmen. Und ich bin häufig sehr dominant. Aber auch ich konnte in diesem Prozess, wo man immer wieder alles aufteilt und neu in Frage stellt und neu durch so eine Mühle dreht, du kannst deine Lösungsidee, mit der du als Vendor zum Beispiel vorne reingehst, halt nicht durch diesen Prozess durchprügeln. Der bleibt so nicht bestehen, weil immer andere Leute das Ding alles wieder komplett auseinandernehmen, neu zusammensetzen. Und wenn du als Vendor halt nicht in der Lage bist, mit sowas mitzuspielen, dann fliegst du in den Prozess praktisch raus, weil du sagst, ich bin halt zu starr. So, die Vendor-Unabhängigkeit für uns ist jetzt dadurch gegeben, dass wir es tatsächlich geschafft haben, Design aufzubauen, das komplett unabhängig von Vendor-Features ist. Wir nutzen bei Cumulus hier und da jetzt ein, zwei Sachen, die im Prinzip ein offener Standard sind, wo jetzt aber ein sogenannter Reverse-Vendor-Login drin ist, nämlich Cumulus hat dieses BGP unnumbered und es ist ein offener Standard und alle anderen haben gesagt, wir implementieren den offenen Standard nicht, damit wir uns von der Cumulus abgrenzen können und die das nicht als Standard durchsetzen können. Danke auch. Und aber das Open Networking hilft natürlich, das eignet sich häufig stärker dazu, solche kleinteiligen Entscheidungen zu treffen, zu gucken, wie funktioniert das eigentlich überhaupt alles. Und die Disk-Aggression ist natürlich auch cool, um dann einfach in den Laden zu gehen und sagen, das Gerät hätte ich jetzt gern dreimal und ich will jetzt nicht noch fünfmal drüber reden, was das eigentlich kostet. So, ich hoffe, die 40 Minuten mit etwas Druck drauf haben euch Spaß gemacht. Ich bin jetzt gern für Fragen zu haben. Ich würde den Max bitten, weil ich im Screenshare hier nicht alles gleichzeitig jonglieren kann, vielleicht mich mit den Fragen zu interviewen. Dann haben auch die Leute, die nachher im Video zuhören, die Chance, die Fragen auch im Audio zu haben. Genau, Dankeschön. Ich habe euch gerade alle freigegeben und gerade noch einen Link gepostet, wie ihr rejoinen könnt, damit ihr akustisch Fragen stellt, wenn ihr das wollt. Alternativ könnt ihr natürlich eure Fragen auch gerne in den Chat schreiben, dann lese ich die vor, wie ihr wollt. Gegebenenfalls müssen Leute gerade mal rejoinen. Wir haben ja Zeit, das ist ja. Genau, wir haben Zeit. Ich finde das nach wie vor sehr spannend. Es hat ja jetzt knapp 2 Jahre gedauert, dieser Prozess bisher. Mhm. Also, ja, wir haben 2018 irgendwann angefangen, Ich glaube nach der DNOC direkt. Yeah. Und ich fand das auch sehr spannend, weil du eine komplett andere Herangehensweise an den Tag gelegt hast, als ich die kannte. Mhm. Also insofern habe ich da auch viel bei gelernt, gerade bei dem organisatorischen Teil. Und ja, du hast mir das zwar nicht vorgeworfen, wie du sagst, aber ich habe natürlich eine grüne Wiese-Lösung erstmal am Whiteboard zurechtgemalt. Ich habe ja mitgemacht. Aber ja, das stimmt. Aber man muss da ja auch irgendwie hinkommen. Genau. Und deswegen, die Kritik ist auch nicht das vorzuwerfen, es ist mehr ein, als jemand, der extern draufschaut, hast du im Prinzip ja keine Chance, weil es gibt im Komplexen so auch einen Spruch, Wissen ist nur dann verfügbar, wenn man es einsetzt. Das heißt, auch wenn ich mich mit dir oder mit jemand anders halt an den Tisch setze und Dinge tue, dann kann ich nicht alle Fälle, die mir sonst kommen, wenn ich irgendwie mal nachts drüber nachdenke oder bei dem Ticket hat man diesen einen Fall, die kann man nicht komplett durchnummerieren. Und wenn man glaubt, man kann das, dann hat man später das Problem, dass man sich gerne eine Lösung zusammengebaut hat, die irgendwo eine Entscheidung hatte, okay, hier machen wir einen harten Cut, das da akzeptieren wir als geht nicht und dann findest du ein halbes Jahr später das eine Ding, was du eigentlich hättest finden müssen. Oder
wenn man abends im Bett liegt und noch Schäfchen zählt, wenn man nicht einschlafen kann. Genau. Eine Frage gibt es im Chat. Wie ist die Stabilität der FS.com-Switche bzw. von Cumulus? Genau, die FS.com-Switches, wir haben sie jetzt ja noch nicht so lange im Einsatz. Die S5000 irgendwas, ich gehe mal schnell auf dieses Ding, die S3100, also keiner von denen hat bisher irgendwas an Problemen gehabt. Wir hatten einen, der, da ist ein Netzteil mit einem Sensor dead on arrival ausgeliefert worden, die haben sie uns aber komplett durchgetauscht, also beide Netzteile dann auch auf einmal. War, glaube ich, der eine Wärmesensor ausgefallen oder so. Das Interessante ist, dass die 10G Cumulus-Switches von FS.com in Wirklichkeit Edgecore-Action sind, die noch nicht mal rebranded, sondern nur debranded sind. Und wenn man die dann intern im DMID-Code anguckt, dann steht da die Originalbezeichnung von dem Action drin, außer dass die halt, ich glaube, nur zwei Drittel oder die Hälfte von dem kosten, was sie, wenn du sie beim Action selber kaufst, kosten. Und was man bei FS halt immer berücksichtigen muss, ist, geh davon aus, dass der Support halt lahm ist. Also für die Netzteile habe ich halt 2 Wochen gebraucht oder so. Und deswegen haben wir uns halt gesagt, naja, wir stellen da einen kompletten Hotspare hin. Das kann ich halt auch machen, wenn mich so ein 10-Gig-Switch inklusive der Cumulus-Lizenz für 5 Jahre halt 5.000 € kostet. Da kann ich mich mit dem Zeug halt bewerfen. Ich glaube, bei der Arista waren wir zum Schluss bei 15.000 oder 16.000 pro Gerät. Und da war noch unklar, ob da alle Lizenzen drin sind, die wir brauchen. Und wir hatten noch kein Labor. Das war so, ja, und deswegen, also bei denen gehen wir geistkalt auf drauf da, und ich habe die auch durchgetestet, weil wir ja momentan noch Kupfer fahren, wir haben so Kupfer 10 Gig SFP-Module drin, und da war dann extra die Frage von, ja, wie viel sind eigentlich da supported, und da habe ich mich mit den Slack-Leuten, da die, also bei den Cumulus sind die Entwickler im Slack und ansprechbar, das ist echt gut, und die haben dann gemeint, naja, für das Gerät gibt es von Acton die Aussage, der kann gar keine von den Modulen, und auf S.com hat gesagt, du kannst es vollstopfen damit. Das war so einmal so, alles oder nichts. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe tatsächlich mal so einen Paketbeschleuniger vollgestopft, 48 10G-Module rein, geguckt, wie die Stromaufnahme ist, wie die Wärmeentwicklung ist. Ich habe das Ding 3 Tage auf Volllast, also 10 Gig Packet Forwarding da, einmal vorne rein, hinten wieder raus. Und ja, die haben dann irgendwie 60 Grad gehabt, die SFP-Module. Das hat sie jetzt aber auch nicht gestört. Ein, zwei Dead on Arrivals hatte ich bei denen, die haben mal Euro ausgetauscht gekriegt, und ansonsten lief der eine Woche unter Volllast, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, und war auch von der Stromaufnahme vom Netzteil noch weit weg. Also da machen wir uns jetzt wenig Platte, wobei wir jetzt halt sukzessive auch dann wechseln und sagen, okay, neue Server kommen dann halt immer mit den Mellanox-Nix, wo dann halt Glas reinkommt, und dann dünnen wir die Kupferteile langsam aus. Ja. Was ich FS.com noch zugutehalten wollen würde bei den 2 Wochen Support, ist gerade mal die globale Gesamtsituation. Die dürfte durchaus einen Einfluss haben. Ich habe aus anderen Quellen gehört, dass FS.com-Bestellungen gerade relativ lange dauern, weil die wohl irgendwie ein Quotum haben, Zoll, Export, Import. Richtig, das ist der DHL, also das ist FedEx, das ging uns auch so. Wir haben eine Lieferung, hat glaube ich 4-5 Wochen gedauert. Und deswegen da lohnt sich auch, dass wir dann halt, da kommen, wenn du aus dem Komplexen kommst und dann irgendwann mal so Grundsatzentscheidungen triffst, wie wir stellen da Hotspares hin, das lohnt sich dann halt auch für solche Sachen wie eine Pandemie. Weil wir haben natürlich dann das Netzteil, das Defekte, erstmal durchgetauscht von, okay, da war jetzt der Produktivswitch betroffen, dann kommt halt das Netzteil in den Standby-Switch und das andere nach da oben, dann ist erstmal gut. Tatsächlich ist es so, wie war das, FedEx hat aus China, aus Shenzhen, ein Limit von, ich glaube, einer 0,75 Tonne pro Tag pro Versender. Das heißt, FS kann jeden Tag eine 0,75 Tonne Equipment verschicken aus China. Und als wir bestellt hatten, waren das halt schon so 300 Kilo. Das heißt, wenn dann noch 10 andere Leute bestellen, dann dauert das jetzt eine Weile. So ist halt. Einige Sachen hat FS halt in Deutschland auf Lager, wobei bei mir die 2 Wochen mit dem Wechsel für Netzteilen tatsächlich eher das Problem war, dass deren Supporter halt so einmal pro Tag antworten. Da schickst du halt eine E-Mail, dann kommt eine Antwort, dann schickst du wieder eine E-Mail, die nächste, das ist irgendwie so, ja. Da muss man aber dazu sagen, dass Cumulus auch noch die Aussage hat, wenn du ein komplexeres Problem hast, jetzt nicht Hardware-Sensor kaputt, sondern irgendwas mit, hier ist was fishy, ist das jetzt Software oder Hardware, dann sagt die Cumulus explizit, mach ein Support-Ticket auf, das kannst du auch über den Chat machen, wenn du willst, und sie verhandeln dann das RMA selber mit dem Hersteller. Das heißt, die haben halt mit ihren Hardware, mit den Support von ihnen gelisteten, der Hardware-Compatibility-List gelisteten Geräten, haben sie die Aussage von, komm zu uns und wir prügeln das RMA beim Hersteller für dich durch, wenn wir uns sicher sind, dass das ein Hardware-Problem ist. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das ist halt auch noch eine spannende Kombi, gerade für die Fälle mit, ist das jetzt ein Hardware- oder Software-Problem, da waren wir jetzt noch nicht drin.
aber das ist auch erstmal ein ganz interessanter Ansatz, gerade für diese Konstellation aus, du hast da zwei Hersteller, mit denen du reden musst. Danke. Nächste Frage aus dem Chat. Hat man negativ gemerkt, dass Nvidia Cumulus kauft? Noch nicht. Das erinnert mich aber halt, als das passiert war, ich mache also Spruch, wenn ich einen Hersteller, also vielleicht solltest du das Gegenteil tun von dem, was ich mache, weil meine Leidenshistorie über die letzten drei Generationen, so im Sinne von, wir haben mal ProCurve gekauft, als wir damit happy waren, hat HP dann Dreikom gekauft und danach war die ganze Produktpalette für einen Eimer und alles hat sich zerlegt. Und als wir die Brocade gekauft hatten, hat nach einem halben Jahr Extreme die Brocade gekauft. Und gerade als wir die Cumulus-Teile gekauft haben, hat drei Monate später Nvidia Cumulus gekauft. Das heißt, ich habe irgendwie so ein Händchen dafür, Dinge zu kaufen, die dann irgendjemand anders kauft und kaputt macht. Die Story dreht sich bei Nvidia mit Cumulus jetzt hauptsächlich darum, dass Nvidia gleichzeitig Mellanox gekauft hat. Und Mellanox ist eine von den supporteten Plattformen von der Cumulus und gerade halt auch eher die High-End-Lösung. Was ich bei den Mellanox-Switches interessant finde, ist, die haben Switches mit weniger Ports. Ihr habt ja gesehen, dass wir, um die Portdichte und die Auslastung hochzuhalten, haben wir gesagt, wir machen dieses Middle-of-Road-Ding. Bei der Mellanox gibt es noch die Idee von diesen halbbreiten Switches. Das heißt, wenn du dann sagst, ich mache Top-of-Rack, dann kannst du auf einer HE zwei getrennte Switches hinlegen, die getrennte Netzteile und alles haben für die Redundanz. Und dann hat jeder nur noch 16 Ports, glaube ich, oder so. Und dann kannst du das halt wieder in Top-of-Rack spielen. Das Problem ist dann aber, dass dann proportional der Lizenzpreis für die Leaf-Switches bei Cumulus teurer wird pro Port, weil die Lizenzen halt immer nur für komplette Switches gelten und denen ist egal, wie viele Ports drauf sind. Die haben keine halber Leaf-Lizenz. Das ist da so ein bisschen... Und jetzt ist die große Frage, die auch im Chat alle Woche wieder, irgendwie kommt wieder neu mit der Frage von, wird Nvidia weiter Broadcom-basierte Switches unterstützen? Meine Hoffnung ist, ja, werden sie, weil Nvidia explizit sagt, dass ihre Strategie ist, sie wollen ein Komponentenzulieferer sein und nicht ein Lösungsanbieter. Wenn Nvidia sagen würde, ich will hier der Lösungsanbieter für Datacenter-Netzwerk sein, dann würde ich erwarten, dass sie stärker in die Kerbe hauen, wo sie sagen, so, jetzt kaufst du bitte das Cumulus-Ding und die Hardware von Mellanox, dann ist es mir alles gut. Sondern ich würde jetzt eher erwarten, sie sagen, naja, es sollen halt Komponenten sein. Komponenten bedeutet für mich, die müssen rekombinierbar sein. Ich muss die Auswahl haben, auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Dinge zu tun. Und es ist nun mal ein strategisches Invest, so ein offenes System wie ein Cumulus zu kaufen und dann halt zu sagen, ich habe für ein Brett zwar das komplette Portfolio, aber für unterschiedliche Einsatzzwecke, also Hardware und Software. Plus, sie wollen explizit auch sagen, naja, für den lizenzfreien Einsatz in Laboren kannst du dir auch überlegen, ob du dann zum Beispiel Sonic einsetzt. Das heißt, an der Stelle müssen sie im Prinzip auch gucken, dass sie sich entsprechend positionieren, um zu sagen, okay, du kaufst auf der einen Seite Hardware mit Sonic und auf der anderen Seite mit Cumulus und das muss jetzt irgendwie halt vergleichbar sein. Da habe ich wirklich die Hoffnung, dass sie das halt, dass sie die Stärken, weswegen sie es gekauft haben, wirklich auch nutzen. Zumal auch Mellanox ein Anbieter ist, wo sie sagen, auf unseren Geräten läuft auch mehr. Also du kannst auch halt auf den Mellanoxen, die haben das Onyx, die haben das Cumulus, die haben, glaube ich, auch Sonic-Support. Da muss man mal gucken. Was bei Sonic halt interessant wird, ist die Frage, wie dann dieses Broadcom-Licensing mit den Blocks aussieht. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber das ist gerade so das Play, was ich sehe. Und wir sind jetzt erst, glaube ich, das erste Quartal her, ein bisschen mehr, dass dieser Kauf da war. Und aktuell ruckeln ein paar so typische Sachen, was die Integration angeht zwischen Nvidia und Cumulus, im Sinne von, die räumen ein paar von diesen Support-Foren-Systemen auf, aber momentan eher in einer noch ganz verträglichen Version, in der Slack existiert und die Leute reden mit einem. Insofern, das kann man jetzt erstmal nur abwarten. Mein persönlicher Track-Record sagt, kann auch sein, dass alles kaputt geht. Ich wäre hier jetzt tatsächlich mal vorsichtig optimistisch. Ich habe vor einer Weile bei einem PowerPoint-Waterboarding bei Dell einen Nvidia-Vortrag gesehen zu viel Machine Learning, AI etc., wo sie auch viele Netzwerkthemen haben. Also die machen ja zum Beispiel autonomes Fahren, unter anderem haben die relativ viele Finger drin. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Move einfach nur war, okay, Mellanox baut geile Hardware, Cumulus finden wir cool, das soll mal weitergehen und vielleicht demnächst unter irgendeinem großen Branding, dass man dann einen Schrank zusammen an Hardware mit, was weiß ich, denn Dell, Isilon, Nvidia, dicke Grafikkarten und Compute-Hobel und Netzwerk hat oder sowas. Also ich lege die Hoffnung, dass das kein negativer Kauf war. Ja, nee, also es wird wohl gemunkelt, dass die Mellanox-Leute, ich habe das aus keiner vertrauenswürdigen Quelle, das ist so an ein paar Stellen hin und her geflogen mal,
dass Mellanox für den Deal, um zu Nvidia zu gehen, zur Bedingung gemacht hat, dass sie bitte auch Cumulus kaufen. Das muss wohl wirklich von Mellanox das Ding gewesen sein, von wenn ihr uns schon kauft, dann bitte auch Cumulus. Finde ich ganz spannend. Im Prinzip sind die Aspekte, die sie sich ja zusammengekauft haben, ja eben, so wie du es gerade von dem Dell-Ding berichtet hast, genau, dass sie wollen sich als Komponentenanbieter positionieren mit einem Portfolio, was sich halt auf der einen Seite gut kombiniert, aber auch gut halt separat verkaufbar ist. Und das würden sie im Prinzip komplett kaputt machen, zumal Cumulus ja auch tatsächlich von Open Source, die leben den Open Source-Kram wirklich, das muss man ihnen lassen. Dieses ganze Thema, ich mache jetzt halt das, wir planen ja, dass wir das BGP EVPN auf dem Host terminieren und nur übergangsweise nur für Einzellösungen auf dem Switch, also um zum Beispiel die Altkunden da anzubinden und habe aber dann, ich kann ja halt, wie heißt der, den FRR, also den Routing Daemon von Cumulus, den kann ich mir halt ohne weitere Lizenz einfach als normale Open Source Software halt auf den Host packen und muss nicht um Erlaubnis fragen, dass ich jetzt Routing to the Host darf. Der Switch kann BGP EVPN und es gibt zwar dann ein spezielles Support-Pack, dann kannst du dir nochmal ein Stück Software ziehen, um zu sagen, jetzt hast du hier irgendwie die kommerzielle Version von Routing to the Host, aber es ist halt auch komplett supported und ich gucke keiner komisch an, wenn du sagst, ich ziehe mir jetzt hier die Open-Source-Variante vom FRR-Tacker die auf mein Linux drauf und spiele dann halt Routing to the Host mit der Open-Source-Version und sie sagen nicht, ey, jetzt ist hier der Support zu Ende. Das sind ja sogar die Cumulus-Leute selbst, die in dem Open-Source-FRR den ganzen Kram implementiert haben. Ja, genau. Also das ganze EVPN-Zeug kommt von den Cumulus-Entwicklern. Ja, ja. Und das ist extrem angenehm, auch dass ich halt, ich habe dann ein bisschen aufgehört, irgendwie das ist ja ein Debian-Ding, ich habe an ein paar Stellen probiert, dann zu sagen, wir haben so bestimmte Dinge, also zum Beispiel nehmen wir halt Prometheus, Grafana für die Telemetrie und dachte, endlich werde ich das SNMP los, ich bin es auch losgeworden. Und jetzt tackere ich da halt einen Telegraph auf die Kiste drauf und kriege da meine 5 Sekunden genaue Telemetrie von dem Zeug halt raus. Oder ich kann meinen Sensu auf dieses Linux drauf jagen, wobei ich das nicht mache. Der Sensu Agent ist ein bisschen doof, da wollte ich nicht zu viel in dem Linux rumbasteln. Jetzt mache ich es halt so, dass der halt, da habe ich halt die Plugins installiert und dann macht mein Sensu, ein anderer Sensu Agent einfach bloß SSHs auf und ruft da die Nuggets Plugins auf und sammelt die Daten ein. Aber das ist jetzt halt das Schöne, dass das alles in eins ist. Wir haben jetzt auch ein ganz normales Deployment-Werkzeug, also wir haben so ein eigenes internes, wo wir jetzt, so wie wir einen ganz normalen Endkundendienst deployen wir jetzt auch die Config auf die Switches drauf. Das kommt jetzt noch dazu, dass das halt irgendwie nur wirklich ein blödes, dummes Linux ist. Und manche verstehen es mal falsch, aber wenn ich sage, Dinge sind dumm, dann finde ich das total cool, weil es erwartete Fehlermodi hat und mir weniger überraschend in den Rücken fällt. Im Chat schreibt gerade jemand, Broadcom-Support Cumulus Linux nicht mehr. Das heißt, der Support für Broadcom ASICs ist derzeit ungewiss. Da würde ich gerne irgendwie eine Quelle für haben. Ich auch. Einerseits ist das natürlich schade, andererseits baut Broadcom auch nicht unbedingt immer die besten Chips. Hust. Nee, aber es geht, also bei Disaggregation in der Stelle geht es ja tatsächlich stark um das Thema Konkurrenz. Innovation belebt den Konkurrenz befördert Innovation und so. Da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, das würde ich gerne fact-checken wollen. Weil ich beobachte den Slack-Chat relativ genau und da ist es bisher so ständig nachgefragt und es wurde bisher nicht bestätigt. Zumal es ja auch noch eine ganze Reihe anderer ASICs gibt, die potenziell interessant sein könnten, meine so dazu gepackt. Ja, zum Teil auch mit weniger Bugs. Deswegen haben wir so einen alten gekauft, so ein Trident 2 Plus ist halt abgehangen, da weiß man, was los ist. Würdest du FS.com-Switche wieder kaufen? Also auch eine Frage, ob der CLI, das ist ja so ein bisschen Cisco-esque, aber halt auch irgendwie wieder nicht. Ja, die CLI ist furchtbar. Also wenn ich mehr machen würde, als sozusagen ein Layer 2, da liegen nur ein paar VLANs irgendwie auf ein paar Pods drauf, das würde ich, glaube ich, dann nicht machen. Es geht schon damit los, die eine Einstellung, die ist lustig, Maxi hat irgendwie drüber geguckt, dieses externe Management-Interface heißt bei denen intern das Craft-Interface und die Doku ist scheiße und dann muss man irgendwann rausfinden, dass das Craft-Interface für Management-Zugang kein DHCP kann, aber wenn du einen Frontend-Port dafür opferst und das VLAN 1 zum Management erklärst, dann kannst du aufs SVI ein DHCP drauflegen, sowas ist so ein bisschen so, oh Leute, ich wollte ja absichtlich jetzt auch im Management-Netz die normalen Switches, sind ja auch alle Management-Netz angebunden, aber immer nur mit ihren externen Management-Ports
Weil du ansonsten, wenn du die halt an die Frontend-Post dran tackerst, hast du immer das Problem, dass das ganze Spanning-Tree-Lumpe wieder um die Ecke kommt und dir Sachen ausschaltet. Das, ja, also wie gesagt, das ist jetzt, das Gerät, was wir da gekauft hatten, ist ein 48-Port 1G-Kupfer plus 4x10G SFP+. Und das für irgendwie 390 Euro oder sowas, das kriegst du halt so nicht. Und für, ich werfe das mal irgendwo rein, ist das schon cool. Wir haben ansonsten halt in unserem Labor-Equipment auch noch Procurves rumfliegen. Wir hatten jetzt diesen einen Bug, glaube ich, den wollten wir mal noch nachstellen, Max, wo ich eine ganz skurrile Kombi hatte, wo per IPv6 Pakete bei uns aus Versehen aufs falsche Interface gejagt wurden und der Switch dann angefangen hat, ein Paket, dessen Absendeadresse er sozusagen nicht kennt, also die IP nicht zuordnen kann, angefangen hat, auf alle Sachen, auf alle Ports zu flooden. Das war so ein etwas skurriler Bug, den wir jetzt umgehen konnten. Da wollte man, das wollte man mal nochmal mit dem Procurve nachstellen. Ich würde auch nicht, also plus die SSHs sind trotzdem, dass die jetzt aktuelle Firmware haben, musst du dir halt so diesen typischen irgendwie, da geht nur 3D SCBC und so ein Zeug drauf. Das ist halt grottig. Aber wenn man damit leben kann, die Teile haben ja sogar redundante Netzteile. Die sind zwar nicht hotswappbar, aber die haben halt auch noch redundante Netzteile. Das sind in dieser Preisklasse. Irgendein Tod musst du sterben. Ich habe halt ansonsten, wenn ich glaube ich Procurve kaufen hätte wollen für diese Übergangsswitches mit 10G Uplink, dann wäre ich da auch schon wieder 1.500, 2.000 Euro losgeworden. Choose your poison. Irgendwas ist ja immer. Ich glaube, das ist halt, wenn man so mit, da mache ich mir die Schleife zu, wenn du dich sehr detailliert mit den Sachen auseinandersetzt und deine Trade-offs auch detailliert schließt und weißt, warum du das machst, dann kannst du halt auch, und auch ein guter Freund von mir, der macht in Finnland für die HP so Tier 1 Rechenzentren mit irgendwie unter 5000 Racks fange ich nicht an zu designen. Der hat mich halt auch angeguckt und gesagt, auch in so einer für ihn Besenschrank-Situation, krieg dein Design detailliert auf die Reihe, dann kannst du auch einen Brotkasten als Switch verwenden. Und das ist im Prinzip so für uns das Thema. Wir wollen halt auch noch andere Dinge tun und wollen nicht irgendeine Lösung haben, wo wir ständig Netzwerk machen müssen. Ich sag bloß, die 11 Commandments for Networking ist Nummer 1. It has to work. Und das geht halt, glaube ich, am besten, wenn man irgendwie sich Sachen hinstellt, die halt einfach das tun, was sie sollen, wo du nicht ständig reingreifen musst. Meinst du die 12 Networking Truths? 12, Entschuldigung. Die weißt du. 1925. Ja, die zwei Programmiererwahrheiten, oft bei One Errors Dinge benennen und genau, Caches lernen. Genau. Noch eine Frage, habt ihr euch Open vSwitch oder ähnliches angesehen? Ich kann für mich sagen, nein. Hast du? Ich hatte sozusagen konzeptionell, das war damals in der Phase, wo ich so OpenFlow-Zeug angeguckt hatte, es gibt einen extrem guten, es gibt einen sehr guten Podcast von den, wie heißt der eine Netzwerk-Podcaster hier? Schnell nachschlagen. Den kann ich empfehlen. Packet Pushers. Mit dem Erfinder vom Open vSwitch. Also Open vSwitch ist ja im Prinzip die Software, wo der VMware NSX drin ist. Und das Ganze ist ein Projekt, was im Prinzip aus den OpenFlow-Sachen rausgefallen war. Der Typ, der das OpenFlow erfunden hat, war früher Militär CIA. Und die hatten sozusagen, wollten dieses Problem lösen von, sie müssen irgendwo im Irak jetzt schnell ein Netzwerk irgendwie hochziehen für 5000 Leute innerhalb von 7 Tagen und müssen ständig sich neue Security-Policies einfallen lassen und müssen aber irgendwie jetzt Equipment aus dem Schrank zerren, was sie nicht vorher ordern können und wollten deswegen in der Lage sein, sich so Security-Policies und Protokollkram auf sehr niedriger Ebene selber zurechtzuschneidern und eben im Prinzip die ASICs per Software außerhalb vom Switch zu programmieren. Und da ist OpenFlow rausgefallen und da ist Open vSwitch rausgefallen und das ist im Prinzip das Produkt, was er an die VMware dann verkauft hatte. Und Open vSwitch ist so die offene Variante dazwischen. Und deswegen ist Open vSwitch so ein interessantes Mittelding von der Konzeption. Und wir werden es nicht brauchen an der Stelle. Wir kommen im Prinzip nachher mit VLAN-Aware-Bridges aus, wo wir halt VXLAN-Ports in so eine Software-Bridge reinjagen. Und die wiederum ist halt wieder die Software, die Cumulus in Linux-Kernel mit beigetragen hat. Also auch da sieht man, dass die Cumulus, was das angeht, eigentlich ganz gut agiert. Und das Open vSwitch kann das sozusagen auf eigenen Protokollen dann dir ein bisschen abstrahieren, aber das werden wir halt nicht brauchen. Deswegen ist das ein Bauteil, was ich dann rauslassen wollte, weil ich habe halt lieber Bauteile in der Hand, die policyfrei arbeiten. Und das Open vSwitch ist an der Stelle aus meiner Perspektive ein
ja, eher so ein schon Framework-artiger Ansatz, wo ich mich halt den Policies ausliefern muss, scheint, ist ein bisschen so ein Mittelding. Der hat nicht so harte Policies an vielen Stellen, aber das ist, sitzt an der falschen Architekturstelle für uns. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Sonst würde ich sagen, haben wir schon ein bisschen überzogen, das macht aber nichts. Dann würde ich sagen, sind wir fertig, oder? Ich glaube auch. Dankeschön. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für die Fragen. Wenn ich Fragen kriege, ist das für mich immer ein gutes Zeichen. Ich hoffe, für euch war es sowohl unterhaltsam als auch lehrsam.